Einen Moment. Wir wollen doch das alles in Ruhe besprechen. Hilla, da gibt's nichts mehr zu besprechen. Du, der ist so kindisch, man kann ja nicht diskutieren mit ihm. Ja, weil du keinen Hang zur Romantik hast, sieht sie ihm aus. Man muss doch einmal von den grauen Dingen des Lebens wegkommen und sich an den lustigen, farbigen Dingen des Lebens erfreuen. Jetzt ist aber einmal Ruhe. Nochmal, das ist ja wie im Kindergarten hier. Hinsetzen! Meine Herrschaft! Und wenn ihr jetzt so freundlich seid und mir vielleicht mitteilt, worum es geht, also, dann werde ich mich an eurem Gespräch beteiligen. Hört zu. Wenn ich kann vor Lachen. Bitte, also, hört zu, Hilla. Ich habe großzügig, wie ich bin, der Zizimaus ein Krampusgeschenk gemacht. Keine große. Wie sich das gehört. Ja, Hilla, keine große Kleinigkeit. Aber es hat horrendes Geld gekostet. Bist du still? Ja, gut, ich bin dir auch wirklich sehr dankbar und ich freue mich. Aber nur, wenn du darauf bestehst, dass du mir dieses Geschenk als Krampus verkleidet überreichst, Kurti, dann verzichte ich darauf. Moment, Kurti. Entschuldige. Geh, Hilla, also schau. Wenn man einmal im Leben etwas Diabolisches aus sich herausbringen kann, verdirbt es einen gleich den ganzen Diabolisch? Spaß. Jetzt hab ich einen. Also du, ich werde was sagen. Ja. Wenn du Lust hast, als Krampus verkleidet, in unserer Gegend vielleicht das ganze Wochenende über die Leute zu erschrecken, mir ist es wurscht. Ja. Aber die Hilde hat etwas dagegen. Na und ob? Hilde, ich konnte dieses ganze Krampus-Rummel und den konnte ich in meiner Kindheit schon nicht ertragen. Der Kurti, der ist ja so dickköpfig. Dem ist es ganz egal, ob der andere darunter leidet. Sitzi, das stimmt doch nicht. Doch. Ich habe der Hilla und dem Franz ja auch einen kleinen Krampus mitgebracht. Lege keinen Wert darauf, ihn hier verkleidet, teuflisch verkleidet zu überreichen. Was diese armseligen Krampus? Armselig? Willst du auch noch verkleidet überbringen? Geh weg. Also, ich werde das selbstverständlich mitnehmen und werde das dem Franz geben und werde ihn schön grüßen lassen. Und könntest du mir jetzt vielleicht erklären, warum du unbedingt willst, dass die Hilde erschrickt? Aber ich erschrecke sie doch nicht. Sie weiß doch genau, dass ich hinter der Maske stecke. Ja, ist das blöd. Das ist doch der einzige Moment im ganzen Jahr, wo sie ein bisschen vor mir zittert, nicht? Ach so, weil du sonst keine Chance hast, bei mir den Macho herauszukehren. Macho, ja, Zizimaus. Willst du jetzt, dass ich, weil du als Krampus kommst, vor dir zum Zittern anfangen? Aber gut, geh, also doch wirklich nicht mit mir. Na, geh. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Kurt bewegt sich auf seine zweite Kindheit zu. Du fährst ja nur in amerikanischen Schlitten und trinkst nur Champagner, Sekt natürlich nicht. Und Schnassfest wärst du auch gern, gell? Kaum, als Krampus sich zu verkleiden, Und dann kaufst du sehr viel ein. Ich habe gehört, dass du auch einen Doktor gekauft hast und einen Professor. Aber Hilla, was ist doch ein Gerücht, das jeder seriösen Grundlage entbehrt. Ich hab's doch nicht notwendig, da mich mit fremden Titeln zu schwingen. Diesen Titel habe ich mir auf der Freien Universität Rittersville erworben. Ich kann dir sagen, das ist alles Neid von den Menschen. Was spüre ich da genau, wenn ich mit meinem neuen Wagen da die Untersteiner Gasse durchfahre, spüre ich da, wie die Leute mich mit ihren Blicken von Neid durchbohren. Zyankali haben sie im Blick. Komm, setz dich kurz. Ist aber, doch das weißt du, irgendwo hat die Hilla schon recht. Ja, weil ich denke mal auch oft, was ist jetzt? Jetzt reich ist es schon, jetzt will er noch Ehre und Ansehen. Was ist denn da Schreckliches daran, wenn man sich ein bisschen Ansehen erwerben will? Der Edi, der Collagenkonstrukteur, ist ja auch Kommerzialrat geworden. Cool. Darf ich dich was fragen? Ja, bitte. Warum bist du eigentlich nicht mit dem zufrieden, was aus dir geworden ist und was du jetzt bist? Ich meine, was willst du eigentlich bei anderen noch bewirken in deinem Alter? Erzähl mir das. Weißt du, weil man ihm selbst, er will sich selbst beweisen. Hilla, du musst das mal sehen, wenn er
in der Früh vor dem Spiegel steht. Ah. Ich glaube, da begegnet er dem Menschen, den er am liebsten mag. Zizima, das ist nicht wahr, Zizima. Der einzige Mensch, den ich am meisten liebe auf der ganzen Welt, das bist du ja nicht tun. Oh. Darf ich dir einen Nobelpussy geben? Ja, kleiner? Ja. Bitte. Ach ja, wenn so wäre. Du wickelst wirklich jeden ein. Nein, du brauchst denn dazu noch einen Titel? Ach, hör doch auf. Schau, was ist Hilda? Ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte, oder wolltest du was sagen? Nein. Du, ich möchte in der Zeitspanne, ja? In der Zeitspanne, die mir noch... Wie heißt das? Zeitspanne, ja, die mir noch bleibt, ja auch einmal etwas Großes, Schönes erleben. Ruhm, Ehre, ein bisschen Anerkennung. Ich habe schon wieder lang darüber nachgedacht und es kommt ja wieder was Dummes bei dir heraus. Wieso? Was heißt denn hier, du möchtest noch eine Zeitspanne erleben? Du bist ein Mensch, ein Mann in den besten Jahren, Herrgott, noch mal. Sicher, ja, Hilla, sicher. Du, aber was soll ich da sagen? Es ist manches schon nicht mehr so, was soll ich eigentlich sagen? Also zum Beispiel, wenn ich, darf ich ein bisschen aufblättern? Ne? Wenn ich den Arm zum Beispiel runtergebe, ja, so spüre ich gar nichts. Ist gar nichts. Ne? Aber Moment, wenn ich den Arm ein bisschen nach hinten, so, was ist? Ein stechender Schmerz auf der ganzen rechten Seite. Nee, dann musst du zum Arzt gehen, Kurti. Der könnte ja keine Kleinigkeit zum Arzt gehen. Außerdem, meine, diesen Luxus kann er mir gar nicht leisten. Aber geh auf jetzt, bitte übertreib doch nicht. Also was? Bitte schön, der Doppelstrunk Kaffee kommt sofort, ja? Auf den Weg. So, bitte schön, Herr Doktor, da ist ein Kaffee. Ich danke Ihnen, Silvia. Na, bumm, da schaut's ganz schön nach Regen aus. Also, wenn's heute noch da irgendwie kälter wird, haben wir morgen den Winter vor der Tür. Apropos Winter, was sagst du zu unserer Skifahrer, Silvia? Ist das? Na, das war ja heute ein super Ski im Val di Sera. Ich kann Ihnen so eine Katastrophe. Was war los? Naja. Ich hab die Österreicher angeschnitten. Naja, wie immer. Was heißt wie immer? Naja, der Beste ist der Ortlieb geworden, der ist Fünfter. Aber es ist ja so oft unterbrochen worden. Wissen Sie, da war so viel Sturm und geschneit hat's und gestürzt sind so viel. Von Szene sind drei runtergekommen. Können Sie mir das vorstellen? Wer ist der Erste? Erster worden, das ist ja so ein Norweger. Die haben wahrscheinlich der Wikinger da, der Jan Einar Thorsen. Ja, genau der. Wieso kennen Sie den? Naja, der ist ja letztes Jahr schon so gut gefahren in Super-G. Ja, das sicherlich, aber haben Sie das gesehen? Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich bin leider Gottes seit in der Früh da. Naja, also es war eine Katastrophe, kann ich Ihnen sagen. Ja. Nein, der ist, glaube ich, der Marderhuhn oder sowas. Ja, macht nichts, ist jetzt Saisonbeginn. Ja, ich werde mit der Zeit immer schneller. Doktor, verzeihen Sie, Silvio, was ist mit den zwei Trockenstrudeln, mit den frischen? Entschuldigung, bitte, Herr Doktor, was tust du so ekstasieren? Was weiß ich, was damit ist? Wenn der Herr Schäfer nicht hergerichtet ist, kann er es auch noch nicht servieren, ist eh klar. Bitte, Silvio, ich habe dich extra engagiert heute, weil der Meister Edi ein seelisches Tief hat. Ja? Der wartet auf einen Anruf von der Frau Otti und das schon seit Stunden. Sag, ist die Frau Chefin immer noch auf Urlaub in dem tschechischen Ort da mit dem unaussprechlichen Namen? Ganz genau, das ist sie. Und jetzt geh bitte selber in die Küche und kümmere dich selber um die Doppelstrudel. Ja? Jawohl. Herr Chefin, das sind aber keine Topfenstrudeln, Herr Chef. Das sind Cremeschnitten. Ja und? Hat der Bernie keine Cremeschnitten bestellt? Nein, der hat Topfenstrudeln bestellt. Herr Chef, es geht mir ja zwar nichts an, aber bitte lassen Sie ihn nicht so fallen. Die Frau Chefin wird schon anrufen. Was? Die Otti hat angerufen, vielleicht vorhin, wie ich draußen vor der Tür war? Na, sie hat nicht angerufen und draußen vor der Tür waren sie den ganzen Tag noch nicht, Herr Chef. Also, wenn die Otti nicht angerufen hat, dann ist sie endgültig böse auf mich. Meine Herren, wenn ihr noch wüsst, wie ihr am helfen könnt. Ist es was, Herr Chef? Ja. Ist es ein Cremeschnitterl? Weil Zucker stärkt die Nerven, Herr Chef. Danke. Ja. Wie wär's, Kurt? Ich mach dir einen Vorschlag. Bitte. Überreich doch dein vielbesprochenes Geschenk. Gib mir deine Tasse, danke. Als Nicolo verkleidet. Na, geht. Na, ist doch auch eine hübsche Sache. Also schau, Hila, Nicolo, wer hat denn Angst vor Nicolo? Das ist der ganze Spaß weg. Schau, Hila, die Sache ist so, das ganze Jahr über bin ich der sanftmütigste Mensch, den du dir denken kannst. Ein Lamm. Ein geduldiges Lamm. Na, aber gewissermaßen. Könnte ich schon andere Sachen auch erzählen. Aber Kurti, bitte, wenn du unbedingt deine verdrängten Machtgelüste austoben willst, aber dann gefälligst nicht bei mir, gell? Also, ich will irgendwas sagen. Streitet
um des Kaisers Bad weiter. Mhm. Und ich gehe und mache inzwischen die Tür auf, gell? Du zieh. Und wenn ich dir verspreche, ein kuschelweicher Krampus zu sein, mit einer ganz kleinen Rute? Nein, Kurti, nein. Leiden bringt eines Tages Freuden. Erwachsene Menschen. Christian. Nein! Na sowas, der Herr Dr. Reithofer. Sie haben uns aber wahnsinnig lang nicht besucht. Ja, warum eigentlich? Ja, schauen Sie, zuerst habe ich eine längere Zeit einen Kollegen vertreten und jetzt gibt es wieder Grippefälle. Ich komme. Ich habe auch einen. Sie auch? Ja. Ich komme Tag und Nacht nicht aus dem weißen Mantel. Kommen Sie mal runter zu mir. Entschuldigen Sie die Störung, gnädige Frau. Ich habe gehört, dem Herrn Sektionschef geht's nicht gut. Ah, das ich wollte mich nach ihm erkundigen. Das ist lieb, dass Sie das erwähnen. Naja, also mein Mann ist ein bisschen krank. Die letzten Tage waren ein bisschen unangenehm. Also ich war schon ein bisschen verzweifelt mit ihm. Er hat nicht gut ausgesehen. Mhm. Und wenn man mit jemandem so lang verheiratet ist, dann kennt man ihn ganz genau. Und ich dachte mir, der gefällt mir nicht. Geh zum Arzt. Nein! Geh zum Arzt. Ich bitte dich, geh zum Arzt. Was du immer hast. Sie kennen das. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Männer sein können. Na, er wollte nicht. Er ist also wirklich mit Hängen und Würgen, habe ich ihn dazu gebracht, dass er sich untersuchen lässt im Sanatorium. Also mit Mühe und Not, er liegt dort so schön. Jeder tanzt um ihn herum. Er hat doch das so gerne. Es ist ein Kreislaufkollaps, aber kein sehr gefährlicher. Und die werden jetzt den Kreislauf stabilisieren und dann werde ich ihn ein bisschen wegschicken. Ja, er soll sich ein bisschen ausruhen und zwar in Baden bei Wien, denn dort ist auch mein Schwager, der Guido. Und die beiden Brüder sollen sich dort ein bisschen unterhalten. Und ich habe Zeit, endlich meine viele Arbeit zu bewältigen vor Weihnachten. Nicht, ich meine, kann nicht sagen, dass ich mich freue, aber es ist gut, dass die beiden dann weg sind. Kommen Sie weiter. Ja, aber ich will wirklich nicht stören, gnädige Frau. Überhaupt nicht. Mein Bruder ist da mit seiner Frau, die kennen Sie doch. Natürlich. Kommen Sie. Gerne. Jetzt schauen Sie sich das an. Ja, natürlich. Herr Dr. Reithofer. Das ist ja wunderbar. Begrüße Sie. Sehr schön, dass einmal ein Arzt im Hause ist. Nicht? Herr Dr. Reithofer, ja. Weil Sie gerade zufällig sind, sind Sie da? Ja, ich komme nur zufällig vorbei. Darf ich ein bisschen in medias res gehen? Gerne. Sie, Herr Doktor, ich leide nämlich an einer furchtbaren Krankheit. Moment, ich hole gleich meinen weißen. Nein, was fehlt Ihnen denn? Schauen Sie, Herr Doktor, da bin ich medias res. Ja, gerne. Das ist gerne, mir ein bisschen unangenehm. Schauen Sie, wenn ich den Arm halte, ist nichts. Gar nichts. Ne? Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen. Ist ein stechender Schmerz von da bis da und tiefer. Hier. Also jetzt, Kurt, ich bitte dich, der Herr Doktor ist hier, um uns einen Besuch abzustatten, aber nicht, um dir eine Diagnose zu stellen. Nein. Wenn es Schlimmes ist, dann kommen wir sofort zu mir hinunter in die Ordination. Nein, bitte schön, Herr Doktor, nicht Ordination, da bin ich ganz eigen. Wissen Sie, zum Schluss finden Sie da andere Sachen. Nein, da bin ich ganz verkrampft, wissen Sie, diese ganze Atmosphäre da mit Stethoskopen, Blutdruckmessern. Da bin ich phobisch, Herr Doktor. Herr Doktor, bitte machen Sie sich keine Sorgen um meinen Mann. Er ist ein bisschen ein Hypochonder. Ja. Und andererseits, wenn es dir was fehlen würde, wäre er schon längst zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Dann gebe ich meiner Schwägerin recht. Also bitte, Herr Doktor, jetzt nehmen Sie aber Platz. Gerne. Und jetzt trinken Sie mit uns vielleicht eine Schale Kaffee. Ja, sehr gerne. Ich muss deine Tasse danke. Wissen Sie, gnädige Frau, das ist aber gar nicht so schlimm. Schauen Sie, in meinem Beruf ist man nie ganz privat. Ich bin schon daran gewöhnt, dass man mich praktisch bei jeder Gelegenheit um einen ärztlichen Rat fragt. Ja, beim Sport, in der Sauna. Apropos Sauna, Herr Doktor, ist interessant, wissen Sie, wenn ich in der Sauna bin, besonders in der gemischten Sauna, ist der Schmerz plötzlich wie weggeblasen. Darf ich Ihnen noch mal die Symptome schildern? Ja, gerne, gerne. Also, wissen Sie, ich habe den Arm hier locker, da ist nichts. Ne? Mhm. Und ein bisschen nach hinten. Oi. Ihr Bernie, könnten Sie mir noch einen Kaffee bringen, bitte? Bitte, Herr Doktor, eine Melange, kommt sofort. Oh, ein neuer Gast, Havidere. Was darf denn sein, bitte? Eine Cremeschnitte. Für mich bitte auch eine Cremeschnitte. Ja, sofort. Ja,
Weißt du, Bernie? Was ist denn? Wir haben ein Problem. Wieso? Der Herr Chef hat gerade die letzten zwei Cremeschnitten verdruckt und die Gäste haben da welche bestellt. Was machen wir jetzt? Naja, empfiehlst einfach die Vanillebuchtel, da ist auch eine Creme drin. Hm? Angewandte Verkaufspsychologie, verstehst? Na, manchmal tue ich mir schon schwer mit dem Intellekt, das aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Meine Herrschaften, die Cremeschnitten sind leider schon schlafen gegangen, aber wie war es als Alternative mit Buchteln in Vanillesauce? Sehr gut. Sehr ja, gut, kann man das? Ja, ja. Gut, Buchteln in Vanillesauce. Konditorei, ja, ne? Ja. Ja. Ist das die Otti? Nein, das ist eine Bestellung, bitte. Ja? Herr Chef! Oh, Herr Chef! Was ist jetzt noch so weiter, wie Trauerweiden da herumstehen, macht sich das schlechter für unseren Umsatz aus? Ja. Herr Chef, bitte, kommen Sie wieder zu Ihnen. Reißen Sie sich zusammen, machen Sie ein freundliches Gesicht und lächeln Sie ein bisschen durch die Gegend. Ja, wie kann ich freundlich lächeln, wenn die Otti nicht anruft? Ich bin ganz außer mir vor lauter Sorge. Herr Chef, wann hat's denn zum letzten Mal angerufen? Na, gestern. Aber heute kein einziges Wort. Na bitte, das ist eh kein Problem. Wenn die Frau Chefin erst gestern angerufen hat, kann in der Zwischenzeit nicht viel passiert sein. Ja. Das sagst du, ja, das sagst du, aber wenn ich daran denke, dass sie sich vielleicht mir entfremdet, dass es ihr in ihrer Heimat besser gefällt als hier bei mir. Also ich darf gar nicht daran denken. Bernie, du bringst die Buchteln her und ich hol jetzt die Vanillesauce. Ja, aber bitte schnell. Also, ja, geht. Ja, habe die Ehre, Herr Stefan. Aha, guten Abend, Herr Janik. Mein Gott, dass Sie da sind. Ja. Sagen Sie, ich muss. Wie geht's Ihnen? Sehr gut geht's mir. Wunderbar. Ich muss in Ihre Küche. Was? Also müssen tun Sie bitte überhaupt nein, nicht. Nein, und was wollen Sie in meiner Küche? Nein, ich habe nicht. Schnell so laut. Ich will mich gern umziehen. Ja. Als Krampus. Ne? Ja, dann muss ich den Kindern nachher ein paar Geschenke bringen. Ja, soll ich mich hier vor den jungen Damen umziehen? Nein, um Gottes Willen, das ist unverschämt. Kann ich jetzt in die Küche? Gehen Sie bitte in die Küche. Danke. Servus. Servus. Vorsichtig. So, hier, das ist auch Wahnsinn. Herr. Also, mein lieber Herr Heberer. Dr. Heberer. Doktor? Ja, lieber Herr Doktor, wenn ich Sie bitten darf, wenn... Schon wieder. Wenn es etwas wirklich Ernstes ist, bringen Sie was schonend bei, Herr Doktor. Am besten so, dass ich es gar nicht verstehe. Am allerbesten Lateinisch. Nein, Griechisch. Ja. Altgriechisch. Ja, so. Rheuma. Sie haben ein ganz ordinäres Muskelrheuma. Wahrscheinlich sind Sie irgendwo in den kalten Luftzug gekommen. Ist ein Muskelrheuma? Ja. Ein Muskelrheuma hat heutzutage jeder. Ja, haben Sie nicht etwas Exklusiveres für mich? Ich meine, etwas mit einem klingenden lateinischen Namen. Nein, es tut mir leid. Aber sind Sie doch froh, dass nichts Ärgeres ist? Na, das ist, da bin ich gar nicht, Herr Doktor. Die anderen Herren meines Alters in der Sauna wissen, was die mir alles an Krankheiten erzählen. Ich kann ja mit Muskelrheuma gar nicht aufwarten. Du, und ich weiß auch, woher du das hast. Ja. Weil du immer mit offenem Autofenster fährst, gell? Kann doch nicht dein Ernst sein. Im November, in deinem Alter, mit offenem Fenster Auto fahren? Ah, ich weiß warum. Natürlich, weil das ja so wahnsinnig schick ist. Schickimicki. Ja, man lehnt so locker an der Tür und sagt Hello. See you later. Oder so. Ja, das ist ganz recht, gnädige Frau. Also, das sollten Sie wirklich unterlassen. Da können Sie ja gleich eine Eispackung auflegen, die ist genauso zu. Ja, wissen Sie, Doktor, ich habe einen neuen Amerikaner mit einer Klimaanlage. Ah. Ich habe auch einen alten, da ist nichts. Ne? Da ist der Kubota 2,8 Liter. Ui. Da ist nichts. Aber beim Amerikaner, der ist wahnsinnig. Wissen Sie, ich kann die Klimaanlage, kenne ich noch nicht. Wenn ich einschalte, strong, nicht der Amerikaner, strong, dann ist die Heizung stark, heiß wie in Kairo. Strong. Aber wenn ich abschalten will, weiß ich nicht genau, wie man es macht. Bringen Sie das Auto am besten dorthin, wo Sie es gekauft haben, und lassen Sie die Klimaanlage erklären. Ich schreibe Ihnen jetzt eine Rheumasalbe aus. Oh Gott, das war doch der Rheumasalbe, wie das klingt. Da wird man schon 20 Jahre älter, wenn man das noch hört. Nein, also bitte schön, gehe ich nicht in die Apotheke. So zieht sie, da musst du für. Na, freilich, natürlich. Sie, lieber Herr Dr. Heberer, zu mir kommen ganz junge Leute in die Ordination und die haben genau das Gleiche wie Sie. So was kann man sich auch beim Sport holen. Ja. Also, lieber Kurt, nachdem diese Gratis-Diagnose jetzt gestellt wurde, nicht wahr? Jetzt wollen wir aber, dass der Herr Doktor
ganz privat mit uns über angenehmere Dinge spricht, nicht über Krankheit. Das tut er nämlich die ganze Zeit in seinem Leben. Was ist das denn Gratis-Diagnose? Ich meine, ich bin durchaus bereit, das Honorar zu bezahlen. Kann ja nicht viel sein. Meine Muskelreimer kann doch nichts kosten. Aber ich bitte Sie, dass Sie sozusagen zur Hausgemeinschaft gehören, ist diese Untersuchung natürlich kostenlos. Das ist nett. Wir danken, Herr Doktor. Schon wirklich nett. Aber ich sehe, das ist ja wirklich keine große Sache. Wie gesagt, im Freundes- und Bekanntenkreis, da passieren mir solche Konsultationen. Regelmäßig, dafür kann man doch nichts berechnen. Ja, Herr Doktor, bitte schön, noch, wenn es gestattet ist, noch eine kleine Frage. Gerne. Ich habe gestern früh zweimal intensiv genießt. Ja. Ist das bedenklich? Jetzt ist aber genug. Sie schauen so fürchterlich aus, Herr Stefan. Herr Janek, das. Bitte, das weiß ich selber. Achso, warte mal, Herr Sitzig. Das weiß ich selber, dass das nicht gerade pädagogisch ist, dass ich als der Vater zu meinen eigenen Kindern als Krampus gehe. Aber ich werde sie schon nicht erschrecken. Ich werde ihnen halt ganz primitiv die Zusammenhänge erklären. Also bevor Sie ihnen die erklärt haben, sind Sie ja schon geschreckt. Sie schauen so furchterregend aus und dabei haben Sie nicht einmal die Maske noch. Bitte, Herr Janik, ja lassen Sie, Sie machen Sie mich nicht nervöser, als ich eh schon bin. Hören Sie zu, Herr Janik, das war eine fürchterlich schwerwiegende Entscheidung für mich, zu meinen eigenen Kindern als Krampus zu gehen. Nee, entschuldigen Sie, warum machen Sie das ganze Theater? Gehen Sie doch einfach hinauf und geben Sie ihnen so Ihre Krampus-Sachen. Das kann ich eben nicht. Haben Sie einen Spiegel irgendwo? Nein, wo habe ich gerade den Spiegel? Weil da haben wir eben... Moment. Das, schauen Sie, ich habe von der Birgit Zwängsherrmann, warte, jetzt muss ich mir das so machen. Das so, Na, so sehe ich nichts, so müssen Sie es halten. Das ist zu hoch, so behalten, nur ruhig halten, so ruhig. Ich habe von... Wie ist das eigentlich hier? Hilfe, warten Sie. Ich sehe, das ist zweihaft und das ist... Schauen Sie, kommen Sie her. Au, was ist denn? Au, Sie zwicken mich! Ja, es geht ja nicht anders. Ich habe da so blöde Haare, das zwickt immer. Ich habe nämlich von der Birgit... Ist es jetzt zu? Zeig es mal her. Ich habe nämlich von der Birgit erfahren, dass der Hellmann, dass der Hellmann zu den Kindern als Nicolo kommt, um sich wieder einmal einzuweimpern, dieser Hausbesitzer. Naja, da kann ich es doch nicht verantworten, dass ich 5 Minuten später noch einmal als Nicolo komme. Da würden die Kinder glauben, wir sind deppert. Da kriegen sie ein völlig falsches Weltbild. Das verstehe ich die ganze Sache. Sie wollen den Kindern beweisen, dass es doch das Böse in der Welt gibt, gell? Ja, na erstens stimmt das und na gerade halt. Und zweitens kann man ja dem Hellmann nicht so einfach das Feld überlassen. Der macht mich wahnsinnig. Kommt er als Nicolo, dann komme ich als Krampus. Ja, so, bitte. Na, wie schaue ich aus? Ha? Fürchterlich. Ich bin so froh, dass ich kein Kind mehr bin. So, und jetzt werden wir ja sehen, wer auf die Kinder mehr Eindruck macht. Der Hellmann oder ich? Otti! Jawohl, ich komme. Oh, ein Nicolona. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Kennst du mich denn nicht? Nein, entschuldigen Sie vielmals, aber jetzt bin ich überfragt. Umso besser. Warst doch immer ein braves Kind. Also, lieber Herr, wer immer Sie auch sind, aber ich meine, für Frage- und Antwortspiel bin ich, glaube ich, schon ein bisschen zu reif, nicht? Oma, ich bin's. Der Tommy. Nein, geh weg! Aber die Reihe geht, nicht wahr. Du bist ein Gauner. Ich habe dich wirklich nicht erkannt. Also jetzt komm rein. Da drinnen ist noch jemand da? Natürlich, ja, der Franz leider nicht. Aber geht die Show weiter? Ja, da geht die Show weiter. Kurt ist da. Oh, ist das ein schöner Nico. Ich hoffe, dass hier nur brave Kinder sind. Ja, brave Kinder, brave Kinder. Bekommst du 60 Jahre zu spät, Herr Nicolo. Warte mal, wer ist? Ja. Tommy! Servus. Ich war blöd, ich habe ihn nicht erkannt. Der Heinzi Hellmann hat mich gebeten, an seiner Stelle als Nicolo zu gehen bei den Kindern von der Birgit, weil er Angst hat, dass sie ihn erkennen könnten. Damit ich ihn nicht erkenne, dass ich alles, das ganze Gesicht verbiegt. Ist aber gelungen. Oder hast du sehr eilig? Ja, ich habe es leider wirklich eilig. Ich bin auf einen Sprung hier, ich muss runter in die Konditorei, muss noch ein paar Kleinigkeiten besorgen. Ja, und weil ich das Kostüm schon anhabe, habe ich mir gedacht, bringe ich euch gleich euren Krampus vorbei. Oh,
wunderbar. Für den Opa und für dich. Ja, morgen Vormittag bin ich beim Opa in der Klinik und da werde ich es ihm geben. Und danke herzlich. Ja, ja. Alle dürfen sich verkleiden, nur Dr. Kurt Heverer nicht. Naja. Kein Wunder, dass man zum Psychiater muss. Also ich bin ganz verzweifelt, Herr Stimmt. Sie auf, Herr Janik. Sie brechen mir ja das Herz, hören Sie. Ich hatte ja gar nicht gewusst, dass es zwischen Ihnen und der Frau Otti solche Probleme gibt. Und wie? Ich weiß ja überhaupt nicht, ob sie jemals zurückkommen wird. Ja, wieso? Was? Naja, und angerufen hat sie auch nicht. Was sie? Sie hat sie nicht einmal angerufen. Nein. Herr Janik. Bitte entschuldigen Sie, nein, aber wenn ich noch länger hier bleibe, dann bin ich völlig verheult. Ich glaube, ich muss jetzt leider gehen. Glauben Sie, dass ein Mensch einem verheulten Krampus irgendeinen Respekt entgegenbringt? Also auf Wiedersehen, Herr Silvia, und schönen Dank. Habe die Ehre, es Herr war Doktor. Wie immer sehr nett. Schönen Samstag. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen, Bernie. Ja. Und aufpassen auf den Krampus, ja? Wir passen auf, dass du sie nicht mitnimmst. Nein, ich bin selber. Oh, küsst die harte Damen. Ja, darf ich jemand helfen? Darf ich aus dem Mantel helfen? Das ist Leihwand. Silvio. Silvio. Was ist denn? Bitte nicht Charmeur spielen, da zweimal großer Mocker ist fertig. Erst, ich bin noch viel fertiger. Das Geschäft rennt und der Herr Chef bringt vor lauter Trübsinnigkeit überhaupt nichts mehr zu. Was Sie machen, wenn wenigstens die Frau Otti anrufen würde, dann würde sie ein bisschen erfangen und für frische Mehlspeisen sorgen. Ich weiß schon immer, was ich verkaufen soll. Ja, nicht. So, bitteschön, darf ich, da ist der zwei Mokka. Krampus-Mokka. So, bitteschön. Grüß Gott. Ja, da ist schon Herr Nico, der kommt uns besuchen. Ah, Wahnsinn. Was ist denn das so? Das ist Leibwand. Nicht so ein Theater. Der Heinzi Hellmann hat mich gebeten, für ihn einzuspringen bei den Kindern von der Birgit. Das schaut aber perfekt aus. Du. Danke. Wenn du nichts gesagt hättest, bitte. Ich hätte nicht gewusst, wer sich hinter diesem Batteberg versteckt. Du solltest mich hören, wenn ich die Stimme sehe. Stimme bitte ein paar Sackerln für die Kinder mit. Irgendwas das Gutes, größere. Ja? Ja. Mach mal. Was ist da drinnen? Da ist er ja, der liebe Nicolo. Ja wieder einmal die Kinder mit Süßigkeiten vollstopfen, was? Keine Widerrede. Was glaubst du, ich hab nicht gesehen, was du hier für Kalorienschübe einkaufst, mein Lieber? Aber diesmal werde ich dir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich werde nicht dulden, dass du dich bei meinen Kindern als Nicolo einweint, dass du Hausbesitzer, du, was? Ich werde dir schon geben, mein Lieber. Was heißt, bremst dich ein? Das ganze Jahr überziehst du den Leuten hier im Haus den Zins aus der Tasche und jetzt zu Weihnachten oder vor Krampus willst du den seligen Spiel, du? Was? Ich werde dir schon zeigen, du. Mein Lieber, nicht genug damit, dass du dich in meine Familie eingeschlichen hast und dass du die Birgit dazu gebracht hast, dass sie sich letztendlich doch von mir scheiden lässt, du, ha? Jetzt willst du auch noch meine Kinder auf deine Seite ziehen, du! Stefan, ich bin nicht der Hellmann! Ja, du bist, weiß Gott, nicht der Hellmann, okay, hier oben. Ich werde dir's geben, ich hätte Lust, dir deinen falschen Bart in die Ohren zu stopfen und dir die ganze Maske vom Gesicht herunterzureißen. Stefan, ich bin der Tommy! Moment, ich sehe überhaupt nichts durch dieses Ding. Jesus, du bist es! Das ist wirklich. Na, ja. Ich habe dieses Kostüm nur angezogen, weil mich der Heinz gebeten hat, dass ich das tun soll. Das nur deswegen. Mir jetzt furchtbar peinlich, entschuldige. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber du schaust ja mit diesem Bart auch wesentlich älter aus. Sehr witzig. Kannst du bist ein bisschen fescher, weil du ein paar Haare mehr auf der Brust hast? Ha? Sag mal, glaubst du, du bist ein bisschen fescher, weil du ein paar Haare im Gesicht hast? Ja, die kann ich mir jetzt eh wieder aufheben. Nein, geh weg. Jetzt gehe ich hinauf zu den Kindern von der Birgit. Gib her, schöne Grüße. Dankeschön. Schreib's auf. Ja. Und du reißt dir ein bisschen zusammen, du Schiefberg. Weißt du, was du bist? Du bist ein Depp. Na, Herr Krampus, was hätten wir denn gern? Vielleicht ein paar Teufelsroller? Du pass einmal auf, ja, Bernie? Halt dich ein bisschen zurück. Hast du nicht gehört, wie der Tommy zu mir eben Depp gesagt hat? Was sagt man doch nicht zu einem Krampus, oder? Weil das fällt mir nie ein. Ach, das wissen Sie ja auch noch nicht. Nein. Dass der Stefan sich von der Birgit hat scheiden lassen. Ach, das tut mir leid. Und Herr Hellmann möchte die Birgit heiraten. Ja? Ja. Und der Tommy, die Dagmar, die will er auch fallweise heiraten. Das schon, ja. Also, ich sehe schon, ich muss öfter zu Ihnen kommen. Durch meine Arbeitsüberlastung in der letzten Zeit bin ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden. Ja, genau.
Ja, wissen Sie, das ist eigentlich eine großartige Idee. Wir könnten eigentlich jedes Wochenende eine kleine Sprechstunde abhalten. Ja. Jeder erzählt seine Wehwehchen und so weiter und so weiter. Du, Kurti, ja? Der Herr Doktor sitzt von Montag bis Freitag, von in der Früh bis am Abend in der Ordination und bekommt auch noch dafür Geld. Na, er wird zu uns Samstag, Sonntag kommen, umsonst, und wird die Diagnose stellen. Wissen Sie, gnädige Frau, so eine Sprechstunde bei einem Arzt, das ist oft wirklich mehr eine Plauderstunde. Die Patienten kommen oft nur, damit sie mit jemandem reden können. Ja, wahrscheinlich, weil sie einsam sind. Ja, manchmal schon, aber ein gutes Gespräch, nachdem sich der Patient im Nachhinein besser fühlt, ist ja auch sowas. So was wie eine Therapie. Ja, ich, Sie haben vollkommen recht, Herr Doktor. Wissen Sie, wir haben auch jetzt zum Beispiel, wir haben diskutiert, wir haben uns ausdiskutiert, wie man so schön sagt. Ne? Und Sie haben mich davon überzeugt, dass alles, was ich habe, eigentlich eine Lappalie ist und ich da gar keinen besonderen Eindruck damit machen kann. Na ja, schön, dann gehe ich also jetzt das Geschenk für die Zizimaus holen. Ne? Kutile, ich sag dir noch einmal, wage es ja nicht, hier als Krampus verkleidet aufzutauchen. Du, ich bin sehr sanftmütig. Aber in diesem Fall könnte es dir leid tun, gell? Bitte schön, Hände, wenn du nicht willst, werde ich nicht kostümiert kommen. Keine Freude hat man im Leben. Andere Männer haben ein Modelleisenbahn, Briefmarken, Mensch, ärgere dich nicht. Kurt Hevra hat nichts. Kein Wunder, wie gesagt, der Psychiater gehört ins Haus. Wissen Sie, Herr Doktor, mein Mann ist halt besonders kindisch. Er hat sich eine fixe Idee in den Kopf gesetzt, dass er mir sein Geschenk als Krampus verkleidet überreichen will. Das ist wirklich so was Dummes. Reg dich nicht auf. Ja, vergiss es. Er tut's bestimmt nicht. Na, das weiß ich nicht. Das Klaus Boske, gib mir noch so ein paar Teufelsroller. Das passt zu meiner heutigen Stimmung. Ich weiß nicht, Herr Stefan, aber Sie schauen auch so furchterregend genug aus. Wenn Sie jetzt nur noch nach Zwiebel auch noch riechen, dann können Sie jederzeit bei einer führenden Geisterbahn dienen. Ja, ganz fesch, was? Das habe ich mir aus dem Theater ausgeborgt, das Krampus-Kostüm. Da der eleganteste Teufel, den Sie im ganzen Fundus gehabt haben. Der. Ich habe einen solchen Hustenreiz. Moment, muss man es zum Trinken geben. Na, wirklich. Der Kostümchef wollte es ja gar nicht rausrücken, so am Privat, aber mir hat das dann doch herausgegeben. Naja, verstehen Sie, ist wirklich fesch. Entschuldigung, und die noch nicht immer nicht angerufen. Na bitte, das hätten Sie doch gehört, Herr Chef. Außerdem wäre ich sofort zu Ihnen hineingestürzt und hätte Ihnen sofort berichtet. Na, danke. Mein Gott, Herr Janik, sehen Sie, so sind die Frauen. Sie lassen einen zappeln wie eine Marionette, bis man mit den Nerven vollkommen am Ende ist. Aber ich sage Ihnen eins, in einem solchen Fall gibt's nur eins. Stark sein, stark sein, stark sein. Ja, ich will aber nicht stark sein, ich möchte nur haben, dass die Otti anruft. Auf Wiedersehen. Janik. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bald wieder, bitteschön. Herr Janik, entschuldigen Sie, würden Sie mir Glauben schenken? Ich kenne mich bei Frauen aus. Ja. Wenn Sie jetzt in diesem Moment auch nur die geringste Schwäche zeigen, dann sind Sie für alle Zeiten unten durch. Sie müssen so tun, als ob Ihnen das Ganze völlig egal wäre, ob die Frau Otti hier ist oder nicht. Glauben Sie es mir. Bitte, Herr Chef, hören Sie bitte nicht auf diesen als Krampus verkleideten Obermacho, weil wenn es mal drauf ankommt, geht er selber in die Knie. Ja, danke. Also ich bitte Sie jedenfalls inständig, geben Sie endlich das alles herunter. Nicht? Erstens bin ich schon deprimiert genug, verstehen Sie? Erstens einmal nicht? Und zweitens kommen keine Gäste mehr herein, wenn man sie von draußen sieht. Ja, stört es so? Schauen Sie, gut, Herr Janik, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn die Frau Otti jetzt anruft, und sie wird anrufen, glauben Sie es mir, dann müssen Sie auf ganz Kohl machen. Dann sagen Sie, was, jetzt rufst du an? Das ist aber ganz schlecht, denn du weißt, um diese Zeit habe ich immer wahnsinnig viel zu tun. Bitte ruf mich morgen an, ja? Morgen. Oder nein, warte mal, weißt du was? Ruf mich am Montag an, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich bin eingeladen mit einer, naja, ist ja egal. Aber ruf mich spät an und lass bitte lang läuten, weil ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. So oder sowas müssen Sie sagen. Nein, Anne. Zum Glück nehme ich Sie nicht ernst, Herr Stefan. Und schon gar nicht in dieser Kostümierung, Schatzi. Das war nur gut gemeint, aber eines noch zu guter Letzt. Mit Güte und Freundlichkeit werden Sie nicht weit kommen. Wissen Sie, Herr Stefan, mit meinem Alter, ich bin nicht für strategische Spiele. In einer Beziehung darf man dem anderen nichts vormachen. Eine Beziehung ist doch keine Schachpartie, wo es nur darauf ankommt, den anderen zu besiegen. Jawohl. Bravo, bravo. Jetzt hat er es Ihnen aber ganz schön gegeben, der Chef. Na ja, bitte. Man wird schon merken, wie weit er damit kommt.
Sag mal, apropos kommen, wo ist eigentlich der Tommy so lang? Ha? Schön langsam wird der Eis hier in diesem Pelz. So wie ich den Tommy kenne, wird er seine Sache besonders lieb und besonders ausführlich machen. Mhm, zu trinken gibst mir auch nichts. Na, dann pass auf, dann pack mir ein paar von diesen Krampus-Sachen ein. Ich schau ein bisschen zu den Lafitz hinauf, wie es denen geht. Mhm. Möchte nur wissen, wo der Kurti so lang bleibt. Ich bitte dich, reg dich nicht auf, wie ich ihn kenne. Wird er wahnsinnig lang brauchen, bis er das Geschenk eingepackt hat. Bitte, also falls er wirklich hier als furchterregender Krampus auftaucht, keine Angst, meine Damen, bin ja auch noch da. Nein. Ja, also damit werde ich schon allein fertig. Ja. Nein. Aber wenn er wirklich das getan hat, na, dann wird ihm dieser Krampus lange in Erinnerung bleiben. Du, das gefällt mir aber, was du für eine streitbereite Person bist. Fabelhaft. Du hast sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Ich gratuliere dir. Du, es läutet. Du, kann ich auch bitte? Lass mich aufmachen. Ja. Wahrscheinlich ist es der Kurti. Gut. Ich will gleich schauen. Jetzt bin ich neugierig. Oh. Dein Versprechen gehalten hat. Das wird dir aber jetzt, der Krampus, aber jetzt wirst du aber leid tun. Warte, das ist dafür, dass du mir eine Erschreckung gabst. Und das ist dafür, dass du dein Versprechen nicht gehalten hast. Frau Hemmerer, ich bin's, aber. Bist nicht du? Aber nein. Ich bin's, der Stefan. Mein Kreuz. Oh, ich kann mich überhaupt nicht mehr auf. Das tut mir furchtbar leid, Stefan. Na ja. Was ist passiert? Ich habe jetzt einen Hexenschuss. Ach so. Und jetzt habe ich eine falsche Bewegung gemacht. Das schaut mir wieder ähnlich. Das ist der Kurt. Wieso der Kurt? Was ich brauche ich auch nicht mehr. Aber er ist nicht schreit. Oh, mein Gott. Was ist denn? Aber na was? Es ist was Schreckliches passiert. Ich habe den Stefan für den Kurt gehalten und habe ihn so mit der Rute verdroschen, als wenn es der Kurt ist. Nein, bitte, Sie können ja nichts dafür. Das ist mein blöder Hexenschuss. Sie haben mir also mit der Rute und... Ich habe eine falsche Bewegung der Tarnung gemacht und jetzt kann ich mich nicht mehr aufregen. Das ist ja direkt ein Glück, gewaltige Frau, dass ich meine Ordination heute Nachmittag bei Ihnen hier aufgeschlagen habe. Aber bitte Sie, kommen Sie her, Herr Baraki, gehen wir vielleicht in die Küche und ich schaue mir das näher an. Ja, wirklich. Bitte entschuldigen Sie, man soll halt niemanden erschrecken, ohne sich vorher bei ihm vorzustellen. Das gibt's ja nicht. Kein Problem, meine Damen, ich sorge schon dafür, dass er nicht im rechten Winkel noch ausgeht. Stefan, es tut mir furchtbar. Entschuldigung, das ist furchtbar. So, bitteschön, das ist zwar so der Wasserzweig, so macht 45 Schilling. Ja, 50 bitte. Danke, Mädchen. So, da. Geht schon, danke. Da haben Sie einen Zehner. Wären Sie uns bald wieder. Schauen Sie wieder vorbei. Aber war doch lustig. Sehr lustig. Na, was sag ich? Was ist denn? Gibt's genug zum Arbeiten? Los, bitte, da ein bisschen. So, bitte, darf ich Ihnen in den Mantel helfen? Vielleicht. So, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Auf Wiedersehen, beehren Sie uns bald. Küss die Hand. Ruhig bleiben, wenn jetzt das Telefon läutet, nicht aufregen, ganz ruhig bleiben und nicht merken lassen, ganz cool bleiben, dass die Stimme zittert. Chef, zum Humphrey Bogart muss man geboren sein. Das kann man nicht so einfach erlernen. Bitte, misch dich jetzt nicht ein, wenn ich mein autogenes Training mache. Räum lieber die Tische ab, bitte. Los, komm. Sie könnten mir lieber loben, dass ich heute Punschkrapfel-Rekord gebrochen habe. Das stimmt, bitte, weil so viel Punschkrapfel wie heute haben wir bitte noch nie verkauft. Ich meine, gut, es war ja eigentlich auch nichts anderes zum Verkaufen da. Ja, gut. Gut, ich weiß ja eh, dass ihr beide in Ordnung seid. Aber ich versichere euch, wenn die Otti jetzt anruft, dann schmeiße ich mich in die Küche und mache Meter lang schöne Apfelstrudel, frische Apfelstrudel. Wenn das so ist, dann könnten Sie ja gleich so, naja, sagen wir 1,5 Meter für den Bernie und für mich einrechnen. Ja, für dich genügt ein halber, ja? Der Bernie kann ruhig einen ganzen. Also jetzt verschwinde ich. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig, ganz cool bleiben. Und ja, nicht zeigen, dass du mit den Nerven völlig fertig bist, wenn das Telefon... Ja, Janek. Otti, du, ich bin so glücklich, dass du anrufst, dass ich endlich deine Stimme wieder höre. Ja, was du hast keine Verbindung. Komm, das macht ja nichts. Jetzt höre ich ja deine Stimme. Jetzt können wir doch miteinander reden. Du gehst mir so ab.
Unheimlich cooler Chef, ha? Ja. Völlig Humphrey Bogart. Hm? Ja, ja, Liebling. So, und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und jetzt kann ich wieder auf. Also, versuchen Sie sich auch ganz vorsichtig. Na, geht's? Na, fabelhaft. Sie also, sehen, das ist ja, mit dem das Kreuz werden Sie 100 Jahre alt. Sie sind ja ein Hexenmeister. Hexenschussmeister. Das gibt's ja nicht. Also, sag mal, das ist ja, es ist weg. Man wogelt wie eine Ente. Mein Gott, jetzt muss ich aber der armen Frau Heverer noch einmal sagen, dass sie wirklich nichts dafür kann, weil diesen Hexenschuss habe ich immer wieder. Was? Aber naja, der kommt öfter? Naja, der kommt... Also dann würde ich Ihnen schon empfehlen, dass Sie einmal zu mir hinunter in die Ordination kommen. Ich glaube, ich weiß da ein sehr gutes Mittel. Sie meinen, Sie könnten mir da auf Dauer helfen? Auch ganz bestimmt. Ich werde vorbeischauen. Aber wissen Sie... Na, ist gut, Herr Doktor. Ja. Aber wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich zu meinen Kindern. Ja. Aber als Zivilist, weil vom Krampus spielen habe ich für heuer wirklich genug. Ah, sind Sie auch davon geheilt? Ja, was heißt? Bewegung! Entschuldige, ja, ich habe noch zwei Flaschen Shampoos, die werden warm. Darf ich sie na, einen Moment ja, bitte schön. In den Eisschrank hier. Nein, geht ganz wenn schön. Ihr uns nicht hättet. Ja, ich weiß schon. Ja, was sehe ich denn? Der ja, Stefan, der Stefan. Als Krampus vergangen. Ja, ja, also als Krampus. Ja, Moment! Da habe ich eine großartige Idee. Sagen Sie, waren Sie in dem Aufzug schon im Wohnzimmer drin? Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ja, bitte, Herr Steffen, halten Sie einen Moment an. Ja, würden Sie mir einen ganz großen Wunsch erfüllen? Bitte, leihen Sie mir einen Augenblick das Kostüm. Bitte, das Kostüm. Ich gebe es Ihnen dann gleich zurück. Ja, warum wollen Sie das Kostüm? Das kann ich nicht sagen. Will die Hilde, will sie... Zieht Sie mal so ein bisschen überraschen. Lieber Herr Doktor, Herr, ja. Ich weiß nicht, ob das sogar so gute Idee ist. Na, wieso? Naja, Moment. Also eigentlich habe ja ich etwas bekommen, was eigentlich für wen anderen bestimmt war. Mhm. Na, insofern finde ich das schon ein bisschen ungerecht. Ja, wie meinen Sie das, Herr Stefan? Naja, also, wie meine ich das? Ich meine, es ist schwer zu sagen. Aber, ja. Wissen Sie was? Ja. Ja, kommen Sie, würden sich aus Garderobe bitte, Herr, dass Sie sich da einsparen, aber ich bin an der Zeitdruck. Darf ich zugreifen? Ja, Vorsicht. So, wo ist vorn, bitte? Moment, vorn ist da, wo die Hörner sind. Die langsam. Das ist ein bisschen verschwitzt, die Geschichte. Kommen Sie her, geht's mal. Moment. Herr Doktor, wie komme ich? Jetzt müssen Sie erst das Dings hier auf. Welche Oberweite haben Sie? Oberweite, was ist 56. Was haben Sie? Na, Unterweite haben Sie mehr als ich. Ja, Moment. So. Ja. So. Na, und wo haben Sie eine Route? Route? Route, aber Route. Ganz, na, ich sage Ihnen, die zieht sie aus. Die wird schauen. Sie auch, Herr Heer. Die wird schauen. Ich komme mit der Route. Da werde ich sagen, sitz dich nieder, zieht sie, werde ich sagen. Und dann die Maske nehmen. Ja, und dann Schokolade. Und dann zieht sie aus. Und ziehen Sie mal. Wollen Sie die Maske probieren? Ja, bitte. Warte. Achtung, Hörner einziehen. Wo ist die Na? So. Bitte, wie komme ich? Und der schaut er mit der Nase nach dem Augenhörer. So, jetzt. Wunderbar. Warte, ja. Wollen Sie die Hosen auch noch? Die Hosen? Da müssen wir. Ja, Moment, Sie haben ja. Sie hatte Hosen. Was hast du mir im Januar dieses Jahres? Leg dich hin, setz dich hin und dann Route. So nachtragen sind Sie. Endlos, Sie Route. Können sich, Sie bis können die sich Dämmerung. Vom Januar Route. Bis jetzt in der Früh, morgen Route. Also, Route. Wir werden das Na, hier. Moment, das sind Ihre Geschenke. Ja, so, und die Flaschen. Das war alles für Ihre Zizimau. Danke vielmals. Es werden Stunden das sehen. Aber die rechte Hand müssen Sie frei haben. Schokolade werden wir hinhauen. Flaschen geben wir das. Zizimau, das kriegt er auch noch. Das Sie gehen gleich mit und tragen das hinterher. Ja, ich glaube, Sie wissen, dann auch. Stefan, viel Schokolade. Schokolade? Viel Schokolade. Aber ich muss nicht. Zizi, komm her. Ist das so gut? Zizale, keine Widerrede. Zack. Das gibt's.